Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung noch offen 9 bis 11, 13 bis 26, 28 bis 30, 40, 43, 44, 46 bis 50 und 52. Wir tagen heute bis 18 Uhr, eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die aktuellen Stunden 46 bis 50. Ich sehe, nach dem Tagesordnungspunkt 46 wird der Tagesordnungspunkt 17, ein Entschließungsantrag zum Thema ohne Aussprache, aufgehoben und sofort abgestimmt. Nach der Aktuellen Stunde geht es weiter mit dem Tagesordnungspunkt 11. Es fehlen heute, entschuldigt, Herr Staatsminister Axel Wintermeyer, ganztägig, die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich bis 10 Uhr und entschuldigt ist die Frau Abg. Lena Arnold, die ist erkrankt. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Das ist immer gut, dann sind wir da. Es ist mir gesagt worden, die Luft wäre nicht so gut hier drin. Und es ist jetzt schon veranlasst worden, dass ein bisschen Luft durchgeblasen wird. Aber wie das so ist, es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich nehme an, spätestens in 5 Minuten heißt es dann, es zieht. Wir werden also versuchen, das einigermaßen zu dosieren, damit es auch für die Besucher interessant wird am heutigen Tag. Meine Damen und Herren, zu unserer Landtagsmannschaft hat die Kollegin Habermann ja gestern vom erfolgreichen Saisonauftakt berichtet. Ich will nur noch nachtragen, und das gehört dazu. Wir wollen unserer Eintracht, lieber Horst Klee, für das Pokalfinale alles Gute wünschen und viel Erfolg. Und es gehört dann auch dazu, wir sind ja neutral hier bundesweit, dass wir den Bayern, unseren Bayern zum 5. Meistertitel gratulieren. Na, na. Ja, die Mutigen klatschen, aber eigentlich ist die Mehrheit ja dafür. Gut, dann also 5-mal in Folge Meister, Horst Klee, bis das die Eintracht schafft, da musst du noch ein paar Mal Alterspräsident machen. Gut. Also, sind wir alle einig? Dann, wenn wir keine Vorbemerkungen mehr haben, keine Grußworte, dann können wir beginnen.